10 Aktien für die Zukunft. Wir zeigen dir heute die Gewinner von morgen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back zurück in der Zukunft. Wir wollen euch 10 Aktien zeigen, die richtig Potenzial haben. Und da schauen wir jetzt gleich mal drauf auf unser Programm, wen wir da dabei haben. Wir haben einen australischen Tech-Champion, wir haben einen britischen Technologiekonzern, zum Beispiel auch einen Plastikrevolutionär aus Frankreich, und wir haben auch die neue Zoom aus Norwegen und vielleicht auch die neue Wirecard aus Frankreich. Ganz wichtig, das sind jetzt keine Kaufempfehlungen, das ist nur eine Inspiration, und jetzt legen wir los. Kommen wir gleich mal zur ersten Aktie, und das ist der australische Technologie-Champion, und das Unternehmen heißt Appen. Die profitieren hoffentlich vom Trend KI. Das weiß natürlich mittlerweile jeder, dass das ein Trend ist. Aber jetzt ist die Frage, wie profitiert die Aktie wirklich davon? Die KI alleine ist nämlich gar nicht so schlau. Die muss natürlich trainiert werden und vor allem mit guten Daten gefüttert werden. Und da kommt jetzt Appen ins Spiel. Die sammeln nämlich hochwertige Daten, womit dann sozusagen die KI trainiert werden kann. Also auf der einen Seite sind die Algorithmen, auf der anderen Seite sind die Daten, und Appen sammelt da alles Mögliche. Also Texte, Bild, Videos, Reden, alles Mögliche sammelt die, dokumentiert die, kommentiert die, und das wird dann alles kategorisiert und dann anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Die Daten von Appen kann natürlich jeder weltweit kaufen. Momentan beziehen die Australier die Daten aus schon 130 Ländern und in 180 Sprachen. Und sie unterstützen zum Beispiel auch Google und Microsoft, damit die Algorithmen von den Suchmaschinen noch besser werden. Und durch die ganze Sprachsteuerung wird zum Beispiel auch und durch Bilderkennung wird zum Beispiel auch der Skype Translator unterstützt. Jetzt schauen wir uns mal die Aktie genauer an, und da blenden wir natürlich auch mal den Chart ein. Natürlich gibt es auch bei jeder Aktie dann die WKN, Börsenwert und das KGV, und gleich kommen noch mehr Schätzungen dann für die Zukunft, denn das interessiert uns ja. Und hier sehen wir gut zuletzt, dass Unternehmen natürlich auch gut gelaufen sind, in den letzten 4 Jahren durchschnittlich um 80% beim Umsatz gewachsen. Also da sieht man schon, da ist man noch wirklich in der Wachstumsphase voll drin. Was sehr wichtig ist, das Unternehmen ist schuldenfrei, also das ist schon mal, glaube ich, ein Pfund. Und gut, das KGV, KUV, das kann man sich mal anschauen, aber momentan bei so einem Wachstumsunternehmen ist natürlich so gesehen relativ hoch, aber eigentlich sagt es unterm Strich wenig aus. Und jetzt kommt das Entscheidende: Was bringt die Zukunft? Und da schauen wir jetzt mal auf die Zahlen von Thomson Reuters Datastream. Und da sehen wir jetzt die Entwicklung in den kommenden Jahren. Das ist natürlich noch ein relativ kurzer Horizont, aber da zeichnet sich schon ein klarer Trend ab. Beim Gewinn je Aktie sehen wir schon ganz klar, wo das hingeht. Wichtig, das ist jetzt in australischen Dollar gerechnet hier, was ihr seht. Und was auch ganz wichtig ist, nicht nur der Gewinn, sondern wie entwickelt sich auch der Free Cashflow. Das sieht auch gut aus bei den Schätzungen. Und natürlich auch unterm Strich, was wird da verdient? Da haben wir jetzt einfach den ROE genommen, dass man ein bisschen Gefühl dafür kriegt, okay, wie profitabel sind eigentlich diese Unternehmen heute schon? Und vor allem, wo kann der Weg da noch hinführen? Kommen wir zur zweiten Aktie, und das ist VAQ-Tech, und das ist ein deutsches Unternehmen aus Würzburg, ein Dämmstoffspezialist. Und da fragt man sich erstmal, was hat das jetzt mit der Zukunft zu tun? Jetzt schauen wir erstmal noch in die Gegenwart, und zwar aktuell wurden über 50% aller international versendeten Corona-Testkits tatsächlich mit Boxen und Containern von dieser Firma transportiert. Da werden jetzt natürlich manche sagen, Corona, das ist jetzt zu kurzfristig gedacht, aber wir kommen gleich noch drauf, warum das in Zukunft noch viel, viel besser werden könnte. Die Würzburger haben nämlich eine sehr innovative Dämmung, und das Thema wird sicherlich in Zukunft noch sehr, sehr spannend werden. Die sind nämlich erstmal sehr effizient, sparen Platz und Gewicht. Die haben nämlich sogenannte Vakuum-Isolationspaneele, und die gelten einfach diesen konventionellen, herkömmlichen Kühlungsmitteln oder Dämmstoffen einfach als hoch überlegen. Und natürlich sind die Hauptkunden Pharma und Medizin, also da sind sich eigentlich alle einig, nicht nur wegen Corona, aber dass das in den kommenden Jahren sicherlich eine spannende Branche wird. Und was natürlich jetzt der Vorteil von Corona ist, das sagt auch der Vorstand von diesem Würzburger Unternehmen, dass natürlich die Kundenbasis jetzt schon mal massiv angewachsen ist, und das macht natürlich Hoffnung, dass das in Zukunft so weitergeht. Schauen wir uns die Aktie mal an, wie sie zuletzt gelaufen ist. Natürlich blenden wir euch auch die anderen Daten dann dazu noch ein. Wichtig ist natürlich, dass das noch ein sehr kleines Unternehmen ist. Also das spricht natürlich dann auch immer für ein gewisses Risiko. 219 Millionen Euro Market Cap, also das ist wirklich noch sehr klein, aber natürlich auch Riesenpotenzial da. Also das sind dann natürlich eher die potenziellen Ten-Bagger. Sehen wir aber natürlich schon, wie volatil die Aktie ist. Also da war mal ein richtiger Absturz drin. Zuletzt ging es dann wieder richtig hoch. Klar, der Markt ist ja auch ganz gut gelaufen zuletzt.
Umsatz hat sich ganz gut entwickelt zuletzt, was natürlich auch so ein Punkt ist bei solchen Unternehmen. Das kann natürlich dann auch mal schnell ein Übernahmekandidat werden. Das muss man natürlich dann auch immer im Hinterkopf haben, ist natürlich auch eine Option, aber darauf jetzt blind spekulieren sollte man natürlich auf keinen Fall. Jetzt blicken wir ein bisschen weiter in die Zukunft. Was man fairerweise sagen muss, es wird noch kein Gewinn gemacht. Das seht ihr jetzt, wenn wir die Zahlen eingeblendet haben. Also klar, da wird noch nichts verdient, aber das muss ja jetzt nicht heißen, dass es in Zukunft nicht besser werden kann. Es muss natürlich besser werden. Wenn wir auf den Cashflow schauen, das sieht schon deutlich besser aus. Und es gibt auch genug Analysten, die klar sagen, es wächst wirklich rasant. Also zum Beispiel von der Berenberg Bank, also da erwartet man einen Verkaufsplus für die nächsten Jahre im Schnitt im zweistelligen Bereich und auch, dass die Erträge vor allem überproportional davon wachsen. Das ist natürlich wichtig, dass unterm Strich dann nicht nur mehr verkauft wird, sondern auch was hängen bleibt. Und was man auch noch berücksichtigen muss, dass im Moment noch sehr viel abgeschrieben wird von diesem immer höheren Bestand von den Boxen. Also das muss man auch noch in Betracht ziehen, wenn man sich die Zahlen jetzt genauer anschaut. Jetzt kommen wir auch schon zu unserer dritten Aktie und das ist eine britische. Und zwar heißt sie Ocado. Das haben sicherlich einige schon von euch auf dem Zettel. Wir haben neulich bei unserem Interview mit E-Commerce-Experte Jochen Krisch schon drüber gesprochen. Und natürlich E-Commerce ein Thema der Stunde. Das wird auch sicherlich noch weitergehen. Online-Händler, klar, ist eigentlich ganz gut, denken sich jetzt die meisten, aber ist jetzt auch nichts Neues. Aber das ist jetzt das Spannende bei Ocado, das ist jetzt nicht ein klassischer Online-Händler wie zum Beispiel Zalando, sondern viele Experten sehen die Briten eigentlich viel mehr als Technologiekonzern. Denn Ocado ist natürlich ein klassischer Online-Händler, klar, die verkaufen richtig viel und da ging es jetzt auch während der Krise richtig ab, aber das Zauberwort heißt OSP, das steht für Ocado Smart Platform. Und eigentlich kann man sagen, bringen die andere Unternehmen, die ins E-Commerce-Business einsteigen, bringen die sozusagen ins Geschäft, denn sie haben vorgefertigte Lösungen. Also wenn du jetzt einen Online-Shop richtig aufziehen willst, dann gehst du theoretisch zu Ocado, lässt dich auf diese OSP aufschalten und dann ist da schon die Basis da und dann kannst du beim E-Commerce durchstarten. Und diese ganze Lösung besteht jetzt aus zwei Säulen. Zum einen natürlich mal ganz wichtig die Software. Also da wird alles abgewickelt. Der Einkauf, dann der Verkauf, die Kundenbasis, die Wertschöpfungskette. Und da wird auch KI benutzt, dass man eben das immer alles noch schlauer steuern kann und immer weiter optimieren kann. Und der zweite Teil, der ist fast noch wichtiger, das ist der vollautomatisierte Versand. Denn Ocado hat natürlich viele Hallen und da fahren dann die ganzen Roboter spazieren und packen das sozusagen dann für die Kunden zusammen und das wird dann auch verschickt. Also das müssen die dann nicht selber machen. Und ganz wichtig, da gibt es massive Zeit- und Kostenvorteile. Ich habe mir das nochmal rausgeschrieben. Für einen Warenkorb mit 50 Einzelposten brauchen die Roboter 15 Minuten und wenn das jetzt Menschen machen würden, würde diese Bestellung 74 Minuten dauern, also 59 Minuten Vorsprung. Und jetzt schauen wir uns die Aktie mal auf einen Blick an. Also wir sehen, Börsenwert, der ist schon ziemlich hoch mit 18 Milliarden US-Dollar fast. Und zuletzt, das ist natürlich jetzt das Blöde an der Geschichte, die Aktie ist bombastisch gelaufen. Also das haut auch jeden um, wenn man das jetzt hört. Das ist natürlich schon, die Sau ist schon leider durchs Dorf getrieben worden. Aber die Frage ist natürlich, was geht da noch? Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und die Vorschusslorbeeren, die sind schon extrem hoch. Wenn wir jetzt mal auf die Zahlen schauen, da werden auch noch rote Zahlen geschrieben. Also da wird viel erwartet, aber da muss natürlich auch extrem geliefert werden, um jetzt erstmal diesen Kursanstieg zu rechtfertigen. Also da muss man jetzt auch ein bisschen auf die Bremse treten. Zum Beispiel für die Berenberg Bank gehören die Briten derzeit zu den Top-Aktien in Top 18 Aktien in Europa, das muss man sich mal vorstellen. Aber im Moment, das ist natürlich richtig, wird die Zukunft gehandelt. Aber die Frage ist natürlich, ob da vielleicht nicht sogar schon die Erwartungen zu hoch sind. Aber trotzdem, das Geschäftsmodell an sich ist tatsächlich genial. Aber trotz der roten Zahlen, da ist schon einiges an Substanz da. Also in Großbritannien haben sie jetzt schon drei Riesenlager. Da werden pro Woche zwischen 80.000 und 110.000 Bestellungen schon bearbeitet. Und was natürlich das Geniale ist, um in diesen Markt reinzukommen, gibt es massiv hohe Eintrittsbarrieren. Also es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass viele Leute, die jetzt da schon drin sind oder die jetzt dann rein wollen, das alleine nicht schaffen. Das heißt, die sind dann fast auf Ocado angewiesen. Die Frage ist natürlich, wer da jetzt noch alles reinspringt, aber wie gesagt, Eintrittsbarrieren sind sehr hoch, also das hat schon mal einen gewissen Burggraben, das ist sehr, sehr gut. Und was Spannendes, sogar Amazon hat sich da bedient der Expertise, da ging es um die Lagerroboter. Also da sieht man schon, wenn Amazon kommt und da mal sagt, okay, können wir da mal von euch was lernen, das soll schon einiges heißen. Besonders verblüffend ist das Beispiel Marks & Spencer. Das ist der größte britische Lebensmittelhändler. Die haben sich im letzten Jahr den Zugang zu Ocado satte 900 Millionen Euro kosten lassen. Also die haben ihr komplettes Sortiment und alle Kundendaten sozusagen freigegeben und im Gegenzug durften sie dann den Zugang bekommen für die Lieferlogistik von Ocado. Und jetzt kommen wir gleich zur nächsten Tech-Aktie und die heißt Qorvo.
Worum geht's? Warum ist sie fit für die Zukunft? Also 5G wird natürlich dieses ganze Internet of Things noch weiter beschleunigen und Qorvo macht drahtlose Netzwerkverbindungen. Also das ist natürlich auch ein Trend, wo noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Und um mal zu verdeutlichen, was da an Wachstum drin ist, Internet of Things, dieser Markt soll zwischen 2020 und 2025 massiv wachsen. Und zwar laut den Zahlen vom Beratungsunternehmen Mordor Intelligence, sehr schöner Name, jährlich Wachstum von rund 10,5%. Das klingt jetzt nicht so gigantisch, aber wenn das natürlich jedes Jahr immer so weiter wächst, dann sollte da noch richtig was drin sein. Und schauen wir uns die Aktie mal an. Also das ist schon auch ein etwas größeres Unternehmen. Das ist jetzt keine Pommesbude mehr. Sehen wir hier 12,6 Milliarden US-Dollar. Ich finde aber die Bewertung tatsächlich erstaunlich niedrig. Also KGV von unter 20. Hat es natürlich zuletzt auch zwischendrin zerlegt. Jetzt zuletzt auch wieder dann gut nach oben geschossen. Aber das hat ja zuletzt alle Boote gehoben. Das sagt jetzt nicht viel aus. Natürlich sieht es optisch jetzt nicht billig aus, aber KGV finde ich wirklich relativ niedrig, vor allem, weil sie jetzt auch im ersten Quartal trotz Corona ein gutes Geschäft gemacht haben. Also das weist ja auch nicht grundsätzlich darauf hin, dass es in Zukunft so weitergeht. Aber klar, wenn man da widerstandsfähig ist, das zeigt schon, dass diese ganzen Tech-Aktien natürlich ganz gut aufgestellt sind. Und jetzt schauen wir noch auf die konkreten Zahlen, auf die Schätzungen von Datastream. Und da sieht man auch, dass das ganz gut aussieht. Also die Gewinne sollen solide wachsen. Und das sieht also auch wirklich nach einer runden Geschichte aus, auch beim Cashflow. Und da wird auch heute schon Geld verdient. Also das ist ein profitables Unternehmen, was auch natürlich schon darauf schließen lässt, dass das stabil weitergeht. Jetzt kommen wir zur fünften Aktie und das ist jetzt unser Plastikrevolutionär aus Frankreich. Das ist eine ganz heiße Geschichte. Manche sagen vielleicht, ja, ich glaube da nicht so recht dran oder ich bin jetzt nicht so ganz auf dieser Umweltnummer, aber das ist natürlich schon was mit massivem Potenzial und das ist auch ein bisschen komplizierter. Ich bin kein Biologe, ich bin kein Chemiker, deswegen lese ich euch das jetzt einfach mal vor, was die machen. Carbios ist ein Chemieunternehmen mit Fokus auf die Entwicklung von enzymatischen Bioprozessen für Kunststoffe und Textilien. Das Unternehmen entwickelt vollständig biologisch abbaubare Kunststoffe, das kann man sich natürlich gut vorstellen, für unbegrenztes Biorecycling von Kunststoffabfällen und zur Herstellung wettbewerbsfähiger biosubstituierter Polymere. Also auf gut Deutsch versuchen sie einfach dieses unsägliche Plastikproblem zu lösen. Man kann es auch anders ausdrücken, also die Franzosen haben ein Enzym entwickelt, das es möglich macht, diese PET-Flaschen, die wir jetzt überall haben, die werden sozusagen dann zersetzt, diese PET-Flaschen in ihre chemischen Bestandteile und das Tolle ist, das ist dann auch wieder nutzbar. Also man kann das sozusagen, also du hast die PET-Flasche, durch das Enzym zersetzt sich die und dann kann man daraus wieder was Neues bauen. Und das Wichtige ist eben, dass das möglichst schnell geht, denn sonst hat das Ganze keinen Sinn. Schauen wir uns die Aktie mal kurz an. Die gibt es jetzt noch nicht so lange an der Börse und deswegen ist die Firma jetzt auch noch nicht so schwer, aber natürlich eine mega Chance, da früh dabei zu sein. Börsenwert gerade mal gute 100 Millionen Euro, wie gesagt, ein französisches Unternehmen und das ist doch wirklich sehr jung. Also gegründet habe ich mir nochmal rausgeschrieben, hier 2011, also die sind jetzt auch noch gar nicht so lange am Markt. Klar, das dauert natürlich auch sowas zu entwickeln, noch vergleichsweise klein und natürlich schreiben sie auch noch keine Gewinne, also da werden noch rote Zahlen geschrieben, also hochspekulativ natürlich, aber die Chance auch bombastisch. Und was bringt da jetzt die Zukunft? Was geht da? Blicken wir mal auf die Zahlen. Also das ist bei dem Unternehmen jetzt nicht wirklich aussagekräftig, beziehungsweise nach den Zahlen dürfte man jetzt nicht investieren, denn das sieht erstmal noch schlecht aus. Aber da muss man wirklich sehr weit vorausdenken. Da muss man einfach in Potenzialen denken. Und das Thema Plastik, das ist natürlich da. Also ich glaube, der Trend wird sich sicherlich verstärken. Eher noch, dass die Leute sagen, ja, Plastik will ich jetzt nicht oder da unterstütze ich eine Alternative und da ist schon wirklich was da. Potenzial, man muss sich das mal vorstellen. Ein Riesenmarkt. Täglich werden momentan weltweit 1,3 Milliarden Plastikflaschen verkauft. Jeden Tag. Und das hat jetzt auch schon die Großen auf den Plan gerufen. Also Konzerne wie L'Oreal, Nestle, PepsiCo arbeiten jetzt mit Carbios zusammen. Und eingestiegen sind tatsächlich auch schon die Venture Capital Töchter von L'Oreal und Michelin. Also die haben da schon ordentlich Geld reingesteckt. Da sieht man schon, da ist einiges in Bewegung. Und wir kommen schon zur nächsten Aktie, Monolithic Power Systems. Was macht die Aktie fit für die Zukunft? Ein Thema, das alle umtreibt, es soll einfach der Energieverbrauch minimiert werden und die machen sogenannte Power-Management-Lösungen. Also es ist aber Leistungsmodule stecken da dahinter, also eigentlich kann man sagen, ist es ein Halbleiterunternehmen. Also es geht um Power-Energieversorgungslösungen und das Unternehmen ist breit aufgestellt. Die machen das jetzt nicht nur für Automobile, die sind natürlich auch unter den Kunden Automotive, aber es geht auch um die Industrie. Also das ist jetzt nicht die kleinste Branche. Telekommunikation, ganz wichtig, Consumer und Computing, das ist eigentlich ein
sehr, sehr großer Bereich, kommen wir gleich noch dazu. Und die liefern zum Beispiel Power-Module für 5G, das ist ja jetzt natürlich ganz scharf im Kommen, und die haben auch eigene, zum Beispiel eigene Volt-Lösungen entwickelt, also eine Technologie für Automobile, aber es geht auch um intelligente Stromzähler, das ist auch so ein Ding, Point-of-Sale-Kassensysteme. Und was ein Wachstumsmarkt ist, das habe ich gerade schon angesprochen mit dem Computing, da wird die Nachfrage immer stärker für Cloud-Lösungen und auch für High-End-Notebooks, also das ist 30% macht das aus, dieser Bereich Computing. Also seht ihr schon, ist wirklich breit aufgestellt. Schauen wir uns die Aktie mal an auf einen Blick. Und da sehen wir auch, ist uns auch schon ein bisschen davon gelaufen. KGV ist jetzt nicht mehr gerade niedrig, aber was gut ist, das Unternehmen wächst wirklich aus eigener Kraft, ist schuldenfrei, also da ist eine gute Substanz da. Und durch diese breite Aufstellung sollte da sicherlich noch einiges drin sein. Und dann schauen wir noch auf die Zahlen. Das sieht nämlich auch sehr schön aus. So stellt man sich das vor. Also alles eigentlich im grünen, im dunkelgrünen Bereich und auch ein stabiles Wachstum. Sehen wir auch sehr profitabel, das Unternehmen. Und das ist auch sehr schön, wenn das natürlich dann weiter ansteigen würde. Und der Cashflow ist auch genug da. Also wirklich finanziell auch sehr solide aufgestellt. Jetzt kommt eine sehr spannende Aktie. Für mich persönlich fast die spannendste. Pexip ist exotisch, kommt aus Norwegen. Und das ist jetzt die Frage, wird das die neue Zoom? Die sind erst am 14. Mai an die Osloer Börse überhaupt gegangen. Es geht um Videokonferenzen, das brauche ich euch jetzt nicht genau erklären. Ihr wisst alle, was Zoom macht. Und da ist jetzt die Frage, ob die Norweger den gleichen Weg gehen können. Jetzt schauen wir uns die Aktie mal auf einen Blick an. Also da gibt es jetzt eigentlich noch nicht so viel spannende Daten. Also KGV gibt es keins. Börsenwert ist noch unter 1 Milliarde Euro. Und eine große Kurshistorie haben wir jetzt auch nicht. Das ist, wie gesagt, erst seit 14. Mai an der Börse. Aber die Wachstumsstory ist auf jeden Fall intakt. Also das Unternehmen gibt es immerhin schon seit 2012. Also die sind schon etabliert am Markt. Und mittlerweile in 18 Ländern auch schon aktiv. Also das ist schon sportlich. Und 2019 haben sie einen Umsatzsprung immerhin von 72% hingelegt. Das Problem ist, es gibt jetzt natürlich nicht wirklich Schätzungen zu dieser Aktie. Also die ist jetzt komplett neu, die kommt natürlich auch noch aus Norwegen. Also die haben jetzt noch nicht so viele auf dem Zettel. Das macht das Ganze natürlich attraktiv, das bietet Chancen. Aber klar, es gibt jetzt natürlich keine Garantie, dass diese Aktie die neue Zoom wird. Grundsätzlich ist das jetzt alles okay. Also die Gewinnentwicklung zuletzt hat gestimmt, Marge von 21%. Das ist alles wunderbar auf den ersten Blick. Frage ist natürlich, was geht da jetzt noch? Was ich grundsätzlich gut finde, also momentan basieren 97% der Einnahmen auf Abonnements. Das ist schon mal, eine Substanz da. Da erkennt man eine Struktur, dass sich die Leute da was dabei gedacht haben. Und es scheint auch nicht schlecht anzukommen bei den Kunden. Denn Zoom hatte zuletzt auch ein paar Probleme. Da haben sich die Datenschützer beschwert. Also die waren im Kreuzfeuer wegen Sicherheitsvorkehrungen. Und was jetzt ganz pikant ist, also Pexip scheint da schon ein bisschen besser zu sein. Zum Beispiel die irischen Gerichte nutzen das für Durchführung von Anhörungen, und auch die US-Luftwaffe nutzt Pexip. Das muss man sich mal vorstellen. Auch hier Amnesty International, Großkonzerne wie Vodafone, Intel oder Accenture. Also die vertrauen auf diese norwegischen Call-Lösungen, und das ist ja zumindest schon mal eine ganz gute Referenz für die Zukunft. Und jetzt kommen wir zu einer Aktie, die ist jetzt nicht ganz neu, die haben wir schon ein paar Mal vorgestellt. Neulich kam erst wieder ein Kommentar dazu, dass ich die auf meiner Watchlist hätte schon länger und ob ich die jetzt schon gekauft habe. Nein, ich habe sie immer noch nicht und ich könnte mir ehrlich gesagt in den Hintern beißen. Intuitive Surgical haben wir schon öfter vorgestellt, wirklich ein sehr tolles Unternehmen. Ich habe das wirklich, glaube ich, schon seit 5 Jahren auf dem Zettel. Also ich weiß, dass ich da vor 5 Jahren, glaube ich, schon zum ersten Mal drüber eine Geschichte geschrieben habe. Also eigentlich hätte ich sie damals schon kaufen können. Ja, manchmal versteht man die Welt nicht ganz, aber gut, passiert ja jedem, dass er da mal nicht zugreift, wo man sich dann im Nachhinein denkt, warum. Die machen, haben wir schon öfter erklärt, dieses Da Vinci-System. Also da geht es im Endeffekt darum, dass auf gut Deutsch der Roboter dann operiert. Klar, ein Arzt sitzt dann zwar da und steuert das. Das läuft dann alles über 3D. Das sind diese minimalinvasiven Operationen. Und das wird dann halt sozusagen unterm Strich von diesem Roboter-System ausgeführt. Und der kommt vor allem zum Einsatz bei diesen minimalintensiven Operationen. Zum Beispiel Prostata, Blasen- und Nierenoperationen. Da wird immer mehr auf dieses Da Vinci-System gesetzt. Mehr als 5000 Da Vinci-Roboter sind weltweit schon im Einsatz. Und es wurden weltweit schon mehr als 5 Millionen Operationen durchgeführt. Also das ist wirklich ein etabliertes Unternehmen, aber das Wachstum stimmt trotzdem. Also vor allem bei älteren Patienten wird das immer mehr eingesetzt oder schon heute sehr oft eingesetzt. Und wir wissen ja gut, dass tendenziell die Menschen immer älter werden. Also da sieht man schon, dass die Zielgruppe wächst und das verspricht natürlich einiges an gutem Geschäft. Schauen wir uns die Aktie an. Der
Chart blenden wir euch mal ein. Zuletzt, ja, da hätte man mal zuschlagen können im März, da habe ich bei anderen Aktien zugeschlagen. So ist es, aber sicherlich gibt es auch noch die eine oder andere Chance, um endlich reinzukommen. Ist natürlich jetzt wirklich keine Pommesbude mehr, 68 Milliarden Euro schwer, muss man sich mal vorstellen. Das ist schon sehr sportlich, die Bewertung ist auch relativ hoch, aber das könnte durchaus gerechtfertigt sein. Das KGV an sich sagt jetzt nichts aus, wenn das Wachstum stimmt. Und ob das stimmt, schauen wir uns mal kurz an. Also, was wir alle erwarten können, das zeigt sich auch jetzt hier an den Zahlen. Der Gewinn soll deutlich und stabil wachsen und der wird auch heute schon ganz gut verdient. Also, wie gesagt, ein sehr innovatives, stabiles Unternehmen und wie gesagt, steht leider immer noch ganz oben auf meiner Watchlist. Kommen wir zum nächsten Unternehmen, Lumentum. Die machen Hightech-Laser und die kommen in vielen Branchen zum Einsatz, zum Beispiel beim autonomen Fahren, beim 3D-Druck oder auch in der Gaming-Branche. Was können diese Laser jetzt? Also die können so gut wie jedes Material eigentlich bearbeiten. Also ob das jetzt massive Rohstoffe sind, ob das jetzt hauchdünnes Glas ist, wirklich winzige Halbleiter oder auch Saphir zum Beispiel. Also die können eigentlich alles, die werden mit allem fertig sozusagen. Und Lumentum ist führender Hersteller von sogenannten 3D-Sensorkomponenten der nächsten Generation. Aber was können die jetzt eigentlich? Die sind ganz wichtig, denn zum Beispiel jetzt fürs Thema autonomes Fahren, da ist das ein großes Ding. Die können nämlich 3D-Karten von der Umgebung zum Beispiel anfertigen. Also da sind diese Sensorkomponenten ganz, ganz wichtig. Beim Smartphone zum Beispiel, das kennen die meisten von euch, diese automatische Gesichtserkennung, dafür ist das notwendig. Oder auch für die Gaming-Branche, was ich vorher schon angesprochen habe, da geht es eben um dieses ganze Thema Augmented Reality, Virtual Reality, da ist das auch das große Ding. Und das war es aber noch lange nicht. Ich habe mir jetzt noch mehr rausgeschrieben. Also das ist auch für Verteidigungs- und Weltraumprogramme wird das genutzt, die Laser. Dann auch für Untersuchung von organischem Gewebe. Laserdrucker natürlich. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht mehr das allersexieste Thema. Und auch zum Barcode-Lesen. Also ihr seht ja schon wirklich, das ist sehr, sehr breit aufgestellt. Und man geht jetzt auch davon aus, dass jetzt noch dieser verstärkte Trend hin zur Digitalisierung diesem Unternehmen auf jeden Fall helfen wird. Schauen wir uns die Aktie an auf einen Blick und da sehen wir, die ist jetzt noch nicht so krass durch die Decke gegangen, ist eigentlich eine ganz stabile Aufwärtsentwicklung, aber noch relativ günstig und auch noch nicht so riesig, also über 5 Milliarden auch schon schwer, aber das ist jetzt noch nicht so groß im Vergleich zu jetzt vorher hatten wir 68 Milliarden und das KGV unter 15, also das ist tatsächlich noch, ich will jetzt nicht sagen Geheimtipp, aber noch relativ moderat verlaufen alles bisher. Und dann schauen wir noch auf die Zahlen. Das ist jetzt alles relativ verhalten. Also ist jetzt die Frage, ob das jetzt ein Ten-Bagger ist. Das vielleicht eher nicht. Aber ich finde schon, dass die breite Aufstellung, und da sind ja wirklich lauter Zukunftsthemen, also das ist ja wirklich jetzt nichts, wo man sagen kann, das ist out. Also das verspricht schon einiges. Und wir sehen auch, dass vor allem die Profitabilität sehr, sehr hoch ist und auch weiter wachsen soll. Und auch beim Cashflow sieht das gut aus. Also das scheint schon auch nicht die schlechteste Aktie zu sein. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Aktie angelangt. Und zwar ist das Worldline. Das könnte die neue französische Wirecard werden. Ist jetzt auch kein kompletter Geheimtipp mehr. Sie sind einfach schon zu groß dafür. Aber sie sind drauf und dran, der viertgrößte digitale Zahlungsanbieter der Welt zu werden. Also da sieht man schon, was da bisher erreicht worden ist. Es ist die Frage, was geht da noch? Also ich brauche es euch jetzt nicht groß erklären. Es geht einfach um mobiles, um digitales Zahlen. Also ob du jetzt Konzerttickets kaufst im Netz oder Geldtransfers, völlig wurscht. Es geht einfach um digitales Bezahlen. Und da steckt jetzt auch schon ein bisschen mehr dahinter. Also das ist ein bisschen ähnlich wie bei Wirecard. Da geht es jetzt einfach nicht nur um den Bezahlprozess, sondern da geht es auch um Customer Journey. Da steckt schon alles viel mehr dahinter. Also da ist sozusagen diese ganze Kundendurchführung, diese ganze Reise und die haben jetzt auch schon viel gemacht. Also Produktportfolio wird ständig erweitert. Da geht es jetzt auch zum Beispiel um Ticketsysteme dann für Fahrkartenkauf, für den Nahverkehr. Also da sieht man schon, die arbeiten immer weiter und versuchen sich immer breiter aufzustellen. Schauen wir uns die Aktie kurz an. Da blenden wir auch den Chart ein. Hat sich zuletzt massiv erholt, was ich mich jetzt ein bisschen gewundert habe, warum die Aktie eigentlich so eingestürzt ist. Denn beim digitalen Unternehmen verwundert das schon etwas. Ist auch schon 13 Milliarden Euro schwer, KGV 39. Das finde ich jetzt für so ein Unternehmen eigentlich noch ganz okay. Und jetzt ist natürlich die Frage, was geht da noch? Blicken wir doch mal auf die Zahlen und das sieht grundsätzlich alles sehr stabil aus. Das ist jetzt wahrscheinlich auch potenziell eher nicht der Ten-Bagger. Da, glaube ich, kann man eher vielleicht auf langsames, stabiles Wachstum setzen. Aber der Markt, wie gesagt, der wächst immer weiter. Da sollte schon noch einiges gehen und wir sehen ja, dass das Unternehmen heute schon sehr stabil ist. Auch gerade die Cashflow-Entwicklung macht da durchaus Hoffnung.
Und den Cashflow hat man auch schon genutzt in diesem Jahr. Man hat nämlich im Februar angekündigt, den Konkurrenten Ingenico zu übernehmen. Das sagt sicherlich auch einigen was. Also da seht ihr schon, da ist noch viel im Umbruch. Da sollte noch einiges möglich sein, vor allem wenn ein Unternehmen dann wirklich darauf erpicht ist, weiter zu wachsen. Und jetzt sind wir am Ende dieses Videos, Leute. Jetzt würde mich sehr interessieren, welche Aktie habt ihr vielleicht schon im Depot? Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere, Ocado zum Beispiel, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die schon jemand hat oder auch Worldline zum Beispiel. Schreibt doch mal in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr solcher Videos und solcher Aktientipps, Aktienvorstellungen sehen wollt. Jetzt sind wir raus. Ich bedanke mich für euer Vertrauen, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.